So, das sieht auch wieder verdächtig aus. Da können wir eine Eisscholle entstehen lassen. Die Frage ist, müssen wir hier zwingend durch? Ich gehe mal hier die Treppe runter. Zumindest eine Kiste haben wir entdeckt durch diesen Fallschaden. 40 Münzen kommen raus. Jetzt sind wir doch auf der anderen Seite, aber zu weit unten. Mal schauen. Kommen sicherlich irgendwelche Stacheln raus. Jetzt klemmen sie auf jeden Fall. Darüber. Nochmal. Wir haben es geschafft. Halte R1 zum Rennen. Kommt alles rausgefahren. Ari, die Supersportlerin. Da geht's auch tief runter. Allerdings dieses Mal ohne eine Belohnung. Die Wand hilft uns auch nicht weiter. So. Ganz knapp. Ich löse mal nochmal, also die fahren auch komplett raus. Das Problem ist jetzt nur, dass hier gleichzeitig auch was aus den Wänden fährt, also da muss ich mich beeilen. Gerade so vereist. Der hier könnte wieder gefährlich werden. Ich versuche mal, vielleicht kriegen wir den so ausgelöst oder wir können ihn auch vereisen. Das geht nicht. Also da müssen wir rennen. Schnell durch. Gerade so. Das sah sehr gefährlich aus. Hier warten die nächsten Hyänen. Beides keine Herausforderung für uns. Okay, wir können uns damit heilen. Eindeutig Hyänenkaff. Der hat verfehlt. Wir sind ausgewichen. Okay, der heilt die. Fieser Waschbär. Ich wollte Bär. Geschafft. Bei den Kämpfen, da stockt das Spiel immer ein bisschen, aber man kommt zurecht, würde ich sagen. Nochmal was reingehauen. Wir springen da hoch. Die Stacheln machen nichts. Gehen wir mal von dort aus, springen drauf. Wir sind hier wieder mitten im Gefecht, die Tür geht zu. Der hier sieht auch schon gefährlicher aus, da ist ein Gladiator. Wir haben ihn abgewehrt und zu Boden gehauen. Aber der steht schnell wieder. Wir haben ihn gefällt. Das war ein mutiger Vorwarsch. 20 Münzen hat er uns übrig gelassen und hier auch eine Truhe mit 50 weiteren. Können wir hier in die Zelte rein? Ja. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich glaube, die haben hier nichts drin, die verstecken sich hier höchstens. Da haben wir sogar einen kleinen Zaubertrick gemacht. Also weiterhin keine Bedrohung für uns. Da wachsen Ranken. Ansonsten hier wie leer gefegt. Also diese Palisade hier war das Einzige, was uns hier den Weg blockiert hat. Hoch mit uns. Da ist wieder eine Truhe. Diesmal eine goldene. Du hast gerade Pegasus-Schuhe erhalten. Quest abgeschlossen, die Wasserfallruine, deswegen sind wir hergekommen. Schauen wir mal, was die machen. Hört sich so nach Zelda an, dass wir noch schneller rennen können. Flügelstiefel, überhole die Konkurrenz mit Doppelspring in diesen hübschen Schuhen. Also nicht mehr Pegasus, sondern Flügelschuhe. X für Doppelsprung jetzt. Damit kommen wir richtig weit. Sind schon fast hier in der Luft geglitten damit. Noch mehr Hyänen. Treffen uns leider ziemlich häufig.
Also das Ausweichen ist nicht erste Sahne, auch wenn man es nicht versucht. 45 Münzen dafür, dass wir uns zumindest hier ein bisschen Stärkung holen können. Hüpfen wir da drauf. Wir sind hier wieder direkt unter einigen von diesen Spießen. Und wir sind hier wieder beim Ei gelandet, sehr schön. Ganz vorsichtig rüber. Und Winter wirkt. Wieder ist alles unter Eis gelegt. Da ist die Scholle zuerst erschienen. Wir begeben uns wieder hoch in die Luft. Da ist eine Kiste. Öffnen wir. 40 Münzen. So langsam aber sicher lohnt sich das. Da ist irgendwie eine vollkommen vereinsamte, aber die macht gar nichts. Gehen wir da drauf. Und von hier würde ich sagen, wir lösen mal. Nur ein Tor. Wir können von hier nochmal zurückgucken, aber eine Truhe wurde wieder freigemacht. Dieses Mal mit 35 Stück. Die Lebensenergie hat sich auch wieder regeneriert. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir was genommen haben. Und noch ein paar Krüge. Der Pokal als einziges, der nicht kaputt gemacht werden kann. Verlassen wir die Ruinen. Und wir sind wieder draußen. Der Wasserfall tobt wieder. Ich will mal was probieren. Damit können wir den Wasserfall auch verschwinden lassen. Das waren also die Ruinen. Dazu da, dass wir uns hier ein neues Stiefelwerk beschafft haben. Gucken wir da auch mal drunter. Auch nur eine leere Fassade. Hier wird es wieder ein bisschen teuflisch mit diesen Teufelsranken. Lassen wir verschwinden, legen wir hier eine Truhe frei. Du hast gerade 60 Münzen bekommen. Wieder einiges hier von dem Fluss hier versenkt. Vorsichtig hier entlang. Damit kommen wir sicherlich auf die andere Seite. Mit einem weiten Sprung haben wir geschafft. Da sind wieder die Hyänen. Lösen wir das. Ich frage mich, vielleicht passiert was, wenn wir hier Winter wirken. Nicht so wirklich. Den konnten wir blocken. 1000 Münzen haben wir am Start, aber er hat hier nur Klamotten vorne zu verkaufen. Den nehmen wir uns als nächstes vor. Er hier sieht gefährlicher aus. Aber war vollkommen von unseren Fähigkeiten überrascht. Und damit begeben wir uns jetzt hier wieder durch das Tor hindurch. Eventuell reicht das jetzt mit unserer neuen Sprungfähigkeit aus, dass wir hier zum Aufzug kommen.